Also wir haben ja den guten Absolut genommen damals. So. Leute, das fühlt sich an, als würde die Lunge zerreißen. Also Leute, Reaction auf Shisha Cloud. Ich habe mitbekommen, dass Shisha Cloud ein paar sehr interessante YouTube-Videos mittlerweile rausgehauen hat. Wir wollen heute mal reinschauen, die sind relativ kurz, deswegen werden wir uns ein paar angucken. Als letztes werden wir uns noch reinziehen, Shisha rauchen mit Nutella in der Bowl. Absolut verrückte Idee, aber als erstes gucken wir mal rein in Shisha rauchen ohne Wasser in der Bowl. Willkommen in der Shisha Cloud Zentrale. Heute machen wir mal was Verrücktes. Wir rauchen ohne Wasser in der Bowl. Geht es? Funktioniert es? Weil eigentlich ist ja das Wasser dafür, damit der Rauch gekühlt wird. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Angst, eigentlich dran zu ziehen, weil es könnte vielleicht heiß werden. Aber ich teste das für euch, damit ihr das nicht testen müsst oder die Erfahrungen mit oder ohne Wasser zu machen. Ich probiere das mal, ich ziehe mal. Erstmal meine Einschätzung, Leute. Kleine Story, kleine Anekdote von mir. Ich meine Aeon Edition 4 Lounge damals neu bekommen, war super hype, die zu probieren, hatte aber eigentlich noch super viel Arbeit zu erledigen. Hab mir dann eine Pfeife gebaut, hab die aufgebaut, hab die durchgespült und so, hab mich rausgesetzt, hab angefangen zu arbeiten, hab nebenbei angeraucht und so und irgendwann denke ich mir so, Digga, die Pfeife ist schon krass leise. Die ist schon sehr leise. Und ich hab gar keinen Diffusor dran, die kann gar nicht so leise sein. Ja moin, da war kein Wasser drinne. Und ich hab's nicht gemerkt. Also mir ist nicht aufgefallen, dass die irgendwie krass heiß war oder so oder irgendwas anderes mega beschissen war oder so. Ich habe die einfach ganz normal geraucht. Also meine Einschätzung ist, er wird merken, dass es ein bisschen warm ist, aber ist okay. Ja, es geht. Also wenn ihr mal Wasser vergessen habt, kann man machen. Also es geht ohne Probleme. Habe ich mir gedacht. Sieht schon sehr verrückt aus, wenn die Bowl so komplett voll mit Rauch ist und einfach kein Wasser und null Blubbern und so, oder? Sieht schon sehr, sehr wild aus. Also der Rauch ist jetzt nicht heiß, Leute. Aber ich finde, das schmeckt ein bisschen nicht so intensiv. Also für mich kommt es gerade so ein bisschen rüber, das Wasser schlägt den, also wenn ihr raucht, und es da innen drin blubbert, dass irgendwie die Aromen ein bisschen durchschleudert werden und dadurch vielleicht ein bisschen intensiver werden, aber... Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das Wasser irgendwas daran ändern soll, wie der Kopf letztendlich schmeckt. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll denn das Wasser den Geschmack ändern? Also klar, wenn du da Wasser drin hast, dass da schon ungefähr, 20 Köpfe Traube Minze mitgeraucht wurde, so dann schmeckt auch das Wasser schon so ein bisschen nach Traube Minze. Das ist klar. Aber wenn du da frisches Wasser oder kein Wasser drin hast, was soll denn da den Geschmack vom Rauch verändern? Es kommt auch nicht so eine krasse Rauchentwicklung hin. Das kann aber auch nicht am Wasser liegen. Ja, das muss am Kopf liegen. Also wie soll denn das Wasser dafür sorgen, dass da mehr Rauch kommt? Für alle, die immer noch glauben, das Wasser verdunstet und es entsteht Wasserdampf, das ist natürlich vollkommener Bullshit. Ja, fasst mal eure Bowl an. Das Wasser ist super kalt oder zumindest kühl, aber nicht wärmer als handwarm. So, das kann nicht verdunsten. Da kann nicht mehr Rauch kommen wegen dem Wasser. Ich kann es auch nicht so intensiv ziehen, finde ich, weil es dann doch ein bisschen stechend wird. Also es ist kein heißer Rauch oder so, aber ein bisschen unangenehm. Aber es funktioniert. Relativ kurzes, knappes Video. Es funktioniert tatsächlich, aber natürlich mit Wasser. Mir fehlt das Geräusch beim Blubbern erstens und zweitens, ich glaube, das wird intensiver, wenn einfach Wasser drin ist. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Also, dass mir das Blubbern fehlt, 100%, Digga, unterschreibe ich. Das würde mir auch fehlen. Das gehört einfach dazu zum Shisha-Rauchen. Aber dass es intensiver mit Wasser wird, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber es funktioniert, Leute. Also wenn ihr mal unterwegs seid und euer Wasser vergessen habt, müsst ihr nicht reinpinkeln. Nein, ihr könnt tatsächlich ohne Wasser rauchen. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ich glaube, das ist... Kurzes, knappes erstes Video auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ohne Wasser rauchen geht. Aber mit ist einfach ein Ticken geiler, weil man das Shisha-Blubbern hat. Der Rauch ist ein bisschen kühler, ein bisschen angenehmer. Ja, ne? So, als zweites Video gucken wir noch Shisha-Rauchen mit Wodka in der Bowl. Aktive Subscriber wissen,
Das haben wir selbst mal getestet mit einem Blindtest. Bei uns war das relativ eindeutig. Schaut euch gerne das Video an. Ich verlinke es euch nochmal. Aber wir gucken mal, was die Erfahrungen von Shisha Clouds sind beim Rauchen mit Wodka in der Ball. Servus Leute, willkommen in der Shisha Cloud Zentrale. Wir sind zurzeit echt ein bisschen verrückt unterwegs, aber wir wollen ein paar Thesen aufräumen. Funktioniert es, schmeckt es, schiebt es einen weg, wird man davon dicht. Ich teste es euch mit euch. Das ist natürlich kein Fake. Wir haben hier wirklich eine verschlossene Wodkaflasche. Ihr seht, die ist komplett verschlossen. Ich öffne die jetzt mit euch. So. Ich fülle das jetzt mal in die Bowl ein und dann rauchen wir damit mal. Also wir haben ja den guten Absolut genommen damals. So. Also ich glaube sogar, es würde nur ein Schluck Wodka reichen, aber wir hauen jetzt einfach mal die ganze Flasche rein. Ich muss das Ganze natürlich ein bisschen mit Wasser verdünnen, damit wir auf den richtigen Wasserfüllstand kommen. Aber ich denke, das wird trotzdem genug wegschieben. So, ihr seht es auch, ich weiß nicht, man kennt es an der Kamera nicht, oder? Man sieht wirklich so ein bisschen so, dass das nicht Wasser ist. Was? So, Wasserfüllstand sollte passen. Jetzt setze ich die Rauchsäule ein mit Schlauch. So, zack, zack. Komm. Also ich sag, er wird krass abkacken, wenn er das raucht. Also krass abkacken. Oh fuck. Boah, fuck. Ich übelst intensiv. Ja. Fuck. Ungefähr so ging uns das damals auch. Also ich habe einen Blindtest gemacht mit Wodka. Ich habe mir ein paar Freunde eingeladen, habe denen die Augen verbunden. Wir haben zwei exakt gleiche Pfeifen mit zwei exakt gleichen Köpfen, mit dem gleichen Tabak, alles gleich gebaut. Mit dem Unterschied, in der einen Bowl war Wodka, in der anderen Bowl war Wasser. Und jeder hat beim ersten Zug angefangen richtig zu ziehen und sofort verkackt. Also Wodka in der Bowl schmeckt man auf absolut jeden Fall. Und ihr seht, wie er abkackt und er hat sogar gemischt und wir haben es pur geraucht. Alter Leute, also mir geht schon wieder ein bisschen besser. Boah, nee, kann ich. Sobald ich weiß, dass das Video läuft... Oh shit! Junge, mir geht schon wieder ein bisschen besser. Ist gerade richtig schlecht. Puh. Läuft es noch? Ja. Es läuft. Ja. Okay, Leute, das ist wirklich real. Ich muss hier ein bisschen Wasser nehmen zu trinken. Boah, da muss ich so konzentrieren, nicht abzukacken, ne? Boah, Leute, ich schmecke so hart den Wodka. Das schiebt ja widerlich, Alter. Also ich glaube, es hätte wirklich nur einen Schluck gereicht, aber wir haben es natürlich wieder übertreiben müssen. Aber ich bin dafür, dass der Kameramann das auch probiert. Oh ja. Wir wechseln jetzt einfach mal die Perspektive. Ich mache dir dein Hygienemundstück dran und du probierst mal. Da, nimm mal. Ich nehme die Kamera und ich will, dass du das auch. Der Kameramann. Du das auch. Alter, wie schwer ist denn deine Kamera? So, Leute, zieh euch Kameramann. Rein. Kameramann von Shisha Cloud am Start und wird auch direkt noch genötigt. David? Oh. Und? Was sagst du dazu? Er gibt sich noch einen. Aber er kackt nicht so krass ab wie Mr. Shisha Cloud. Krass, Alter. Also, aber man hat nicht so weg. Man hat aber auch das Gefühl, wie wenn man einen Shot Wodka trinkt, ja, dass es direkt runtergeht. Also es ist wirklich kühl in der Lunge. Auch vom Gefühl her, also. Leute, das fühlt sich an, als würde die Lunge zerreißen. So fühlt sich das an, wenn man Wodka in der Ball hat. Das Ganze. Ich wünsche euch was. Nicht zu empfehlen, das schiebt nämlich übelst die Birne weg. Ja, peace out. Ja, also Wodka in der Ball. Ganz miese Krise. Kann ich nicht empfehlen, Leute. So, Leute, als vorletztes Video von Shisha Cloud gucken wir uns noch Milch in der Bowl an. Danach gucken wir noch Nutella im Kopf. Auch sehr, sehr wild. Erstmal gucken wir noch Milch in der Bowl. Auch zu Milch in der Bowl hatte ich einen Blindtest. Mal gucken, was Shisha Cloud zu Milch in der Bowl sagt. Willkommen in der Shisha Cloud Zentrale. Heute rauche ich mit Milch in der Bowl. Mal schauen, was passiert, ob es besser schmeckt, ob es cremiger schmeckt, wie es funktioniert und was man beachten muss, weil wir haben jetzt erstmal ein paar Tipps. Ich ziehe jetzt mal, ich habe jetzt hier haltbare, fettarme Milch mit 1,5% Fett drinnen. So, ich rauche jetzt mal und schaut mal, was passiert. Ja.
Milch pur, ganz dumme Idee. Das schäumt so krass, du ziehst dir den ganzen Scheiß direkt bis in den Schlauch. Wenn du Pech hast, sogar bis ins Mundstück. Wie ihr sehen könnt, ja, trinke ich gerade Milch. Also die Milch kam gerade bis zu mir nach ja, oben. Ich puste das mal kurz zurück. Das liegt daran, ich habe einen Fehler gemacht. Den wollte ich euch aber demonstrieren, um euch nachher zu zeigen, wie ihr das Ganze richtig macht. Ich habe jetzt hier eine Milch genommen mit 1,5% Fett. Durch die 1,5% Fettanteil schäumt die Milch hoch. Ihr müsst also unbedingt eine Milch nehmen, die 0,1% gibt es, glaube ich, oder 0,05% gibt es, glaube ich, auch im Fettanteil. Nimmt eine richtig fettarme Milch, dann... Entweder eine sehr fettarme Milch nehmen oder wenn man halt 1,5% Milch daheim hat, dann einfach ein bisschen mit Wasser verdünnen. Dann habt ihr denselben Effekt. Schäumt es nicht hoch. Ein weiterer Tipp, den ich jetzt auch gleich anwenden werde, ist weniger Milch, die Milch auch mit Wasser ein bisschen mischen. Dann wird die ein bisschen dünner. Somit wird auch zum Beispiel bei der 1,5% fettanteiligen Milch die 1,5% ausgedehnt und wir kommen dann auf einen niedrigen Fettgehalt, indem wir mehr Wasser drin haben. Dann passiert das Ganze auch nicht, dass... Also ohne Scheiß, Eindruck von Shisha Cloud, sehr, sehr nice bis jetzt. Sehr schön gemachte Videos. Sieht sehr, sehr gut aus, macht einen sympathischen Eindruck. Also ich gucke die Videos auf jeden Fall gerne. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen kurz so, aber dafür sind sie knackig und bündig, ne? Dass es hochschäumt. Aber was ich jetzt schon spektakulär finde, ist entweder mein Kopfbau ist geisteskrank oder es qualmt echt wie Sau. Hm. Ich ziehe es nochmal in dem Scheiß-Setup. Und also ich glaube nicht, dass Milch irgendwas daran verändert. Das ist wie mit dem Wasser, Leute. Wie soll denn Milch auf einmal dafür sorgen, dass da mehr Rauch kommt. Die Milch verändert die Beschaffenheit vom Rauch nicht. Ja? Die Milch kann nicht verdunsten, dafür ist sie viel zu kalt. Die kann auch den Rauch nicht weißer machen, wie manche Leute immer sagen. Es funktioniert einfach nicht. Das hängt am Kopf. Das ist Aberglaube. Also wie ihr sehen könnt, ich war jetzt in der Küche, habe jetzt die Milch ein bisschen verdünnt mit Wasser, weil ich habe keine niedrig fetthaltige Milch, sondern eine 1,5% fetthaltige Milch. Es ist ein bisschen klarer geworden, weil ein bisschen mehr Wasseranteil drin ist, aber jetzt funktioniert es ohne Probleme. Wenn ich Rauch in der Bowl habe, sieht das Ganze sogar aus, als ob es eine weiße Shisha wäre. Und es ist also vom Style her, wenn jemand sagt, Milch sieht einfach cool aus, wenn man was Cremiges raucht, kann ich voll verstehen. Aber man könnte halt auch einfach wasserweiß färben. Wenn ich jetzt ziehe, schäumt es auch nicht mehr hoch und kommt mir auch endlich nicht mehr in den Schlauch. Ja. Also schäumt zwar noch einen Ticken mehr als pures Wasser, aber ist auf jeden Fall besser so. Also die Rauchentwicklung ist geisteskrank, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Milch liegt. Nee. Ja, aber gute Rauchentwicklung. Bei Qualmen tut es echt wie Hölle. Aber ich glaube, ist tatsächlich einfach meine Kopfbaukunst. Ja? Das kann nicht an der Milch liegen. Geschmacklich muss ich auch sagen, fällt mir jetzt nicht wirklich was auf, ob das jetzt geschmeidiger ist. Entweder ich habe jetzt in dem Kopf jetzt nichts Cremiges drinnen an Geschmack, eher so ein bisschen frischer. Aber es zieht sich doch sehr, sehr angenehm. Ja, aber das wird einfach ein guter Kopf sein und nicht an der Milch liegen, ganz einfach. Also der Rauch, der ist echt krass. Ringpush ist am Start. Aber nicht so gut, die Köpfe fällt mir gerade ein. Influencer Mode activated. Der Ringpush ist da. Jawohl. Noch hier schön erst so und dann so und zack, zack, zack. Also die Ringe funktionieren auch echt gut. Also ich muss echt sagen, es kann nicht an der Milch liegen. Nee. Also ich zweifle daran, weil das ja, raucht safe. Echt extrem. Was ich jetzt noch schlussendlich dazu sagen kann, zu der Milch in der Bowl, es sieht auf jeden Fall geil aus. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr mit Milch in der Bowl raucht, die Shisha danach sofort putzen. Ja. Nicht stehen lassen über Nacht, weil das gammelt euch komplett rein. Leute, wenn ihr das stehen lasst, das ist echt absolut widerlich. Komplett ekelhaft. Niemals Milch in der Bowl einfach stehen lassen. Wer dann 1, 2, 3 Tage seine Pfeife stehen lässt, der ist echt lost. Die Schläuche sind voller Milch, das wird alles verranzt, das gammelt. Und verklebt euch auch die komplette Pfeife. Deswegen, wenn ihr den Spaß macht und mal selber ausprobieren möchtet, ob das was bringt, vielleicht wenn ihr was Cremiges raucht, nehmt auf jeden Fall eine niedrig fetthaltige Milch. Dann müsst ihr nicht so viel Wasser dabei zugeben und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das besser schmeckt, anders schmeckt, was ihr für Tipps... Ich muss sagen, wenn Milch einen Unterschied macht, Leute, dann ist der so gering, dass es sich nicht lohnt, in der Bar dafür Aufpreis zu bezahlen oder daheim Milch zu verschwenden. Wenn das die absolute Next Level, das absolute Next Level an Raucherlebnis wäre,
würde ich wahrscheinlich auch ab und zu mit Milch rauchen, auch wenn es Verschwendung von der Milch wäre, aber es wäre ja eigentlich keine Verschwendung, wenn ihr dadurch ein super geiles Raucherlebnis hättet. Aber so viel besser ist es meiner Meinung nach nicht, wenn es überhaupt einen Unterschied macht. Wie gesagt, bei uns war das nicht so eindeutig. Ja, Milch in der Bowl muss einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Also, ohne Wasser, check. Wodka, check. Mit Milch in der Bowl, ebenfalls check. Und jetzt kommt noch das große Finale. Shisha rauchen mit Nutella im Kopf. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil sowas habe ich noch nicht probiert. Willkommen in der Shisha-Grau-Zentrale. Heute probieren wir was ganz Verrücktes aus. Nachdem wir Wodka in der Bowl hatten und es richtig schlimm war, Milch in der Bowl, versuchen wir jetzt mal Nutella im Kopf. Ob man das mit Tabak zusammen mischen kann, wie das schmeckt. Lass mal uns mal, ja, was soll ich sagen, wir testen das jetzt mal. Ich schmier jetzt einfach mal hier so ein bisschen Nutella rein. Oh Junge. So. Es sieht so falsch aus. Es sieht so falsch aus. So, ein bisschen was. So, ich liebe Nutella, deswegen da muss immer viel Nutella drauf sein. So. Jetzt mache ich mal ein bisschen Tabak noch rein. Alter. Sieht ein bisschen aus wie Hookah Squeeze, oder? Und dann verrühren wir das Ganze mal ein bisschen. Und dann probieren wir das. Bin ich echt gespannt. Oh, ob das klappt. So. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Also es sieht sehr, sehr appetitlich aus, Leute. Wir wissen ja, dass es kein Tabak bei Shisha klaut, weil das wäre ja verboten. Das ist natürlich immer Tabakersatz, das ist ganz klar. Aber wir sehen, wie er seinen Tabakersatz da gerade mit der Nutella vermischt. Und ich bin sehr gespannt, weil normal trägt der Tabak, also der Tabak ist ja eigentlich nur dazu da, um die Molasse zu tragen. Dann erhitzt ihr den Tabak, sodass die Molasse, die vom Tabak getragen wird, verdunstet und es entsteht eben euer Rauch. Und in dem Rauch werden auch die Aromen mit, also in der Molasse sind auch die Aromen, die werden auch mit verdunstet und deswegen habt ihr Geschmack. Ich bin gespannt, ob die Nutella dafür sorgt, dass die Molasse im Tabak vielleicht weniger verdampfen kann. Und dann bin ich gespannt, wie viel von der Nutella verdampft und ob das dann Geschmack hat, ja, ob da die Aromen, die natürlich auch in der Nutella sind, ob die verdampfen und dann beim Verdampfen auch noch schmecken. Weil das haben die Jungs von Ferrero mit Sicherheit nicht eingeplant. So. Es riecht geil. Also es riecht nach dem Tabak und nach Nutella. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Nutella. Ja, ja. Das ist wie beim Frühstück. Da muss richtig viel Nutella auf dem Brot sein, weil sonst taugt es nicht. So. Jetzt habe ich es überall hängen. So. Das sollte eigentlich an Nutella reichen. Noch ein bisschen Tabak rein. Kopf ist einigermaßen okay gebaut. Jetzt ist die Frage, hat er das nochmal vermischt oder liegt jetzt oben drauf nur Tabak? Weil dann würde ich sagen, wird es wahrscheinlich funktionieren. So Leute, ich habe es ein bisschen angeraucht. Wir haben wie gesagt echtes Nutella im Kopf mit Tabak vermischt und ich ziehe jetzt mal. Okay, also Rauch kommt schon mal ein bisschen. Also Rauchentwicklung ist da. Ja. Ich schmecke jetzt auch keinen großen Unterschied. Ist aber schon ein bisschen wenig. Also ich weiß natürlich nicht, wie lange er jetzt angeraucht hat und ob er großartig angeraucht hat. Aber es ist auf jeden Fall schon mal weniger Rauch als nur Tabak. Also es ist weniger Rauch, als wenn er nur Tabak rauchen würde, meiner Meinung nach. Außer, dass es da oben echt hart knistert. Schmeckt aber tatsächlich ein bisschen schokoladig. Also ich muss tatsächlich zugeben, es schmeckt schokoladig. Aber würde mir jetzt keiner sagen, dass da Nutella drin ist, dann würde ich fast behaupten, da ist kein Nutella drin. Aber ihr habt es ja wirklich gesehen, da ist Nutella drin. Das raucht wie Hölle. Der Rauch wird natürlich auch nicht braun. Ich hätte gedacht, der wird vielleicht braun vom Nutella. Man kennt ihn, den braunen Rauch. Aber man kann tatsächlich mit Nutella im Kopf rauchen. Also diesen Mythos haben wir aufgeräumt. Man kann mit Nutella im Kopf rauchen. Also ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt so viel Rauch kommt. Hätte ich nicht gedacht. Ich nehme euch aber jetzt mal mit. Ich ziehe es noch 2-3 Mal und dann bauen wir den Kopf mal auf und gucken mal, was mit dem Nutella passiert ist. Also qualmen tut's. Es schmeckt, es macht jetzt nichts Schlimmes, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht.
nachdem wir jetzt ein paar Mal geraucht haben. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das aussieht, ey. Nehmen wir mal den Kopf ab. Es riecht richtig krass nach warmer Schokolade, wie bei so einem Crepe. So. Puh. Also, ohne Witz, schaut euch das mal an, aber Kameramann, riech mal. Es riecht richtig nach Crepe. Ja, zeig erst mal, ich will auch mal sehen. Also es riecht richtig krass nach Nutella-Crepe, nach warmem Nutella. Ich muss auch ehrlich sagen, es sieht jetzt nicht irgendwie angegriffen aus. Es ist ein bisschen härter geworden, aber Leute, es scheint zu funktionieren. Ihr könnt mit Nutella im Kopf rauchen. Ich verabschiede mich aus diesem Video. Check mal die anderen Videos ab. Wir haben noch hochgeladen, wie wir mit Wodka in der Bowl rauchen. Das ja, haben wir schon gesehen, die anderen Videos. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Videos von Shisha Cloud. Das erstmal vorneweg. Sehr cool, dass sie da auch mal ein bisschen witzigere kleine Experimente machen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gut gefallen. Wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, auf jeden Fall ein Abo dalassen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video raushauen. Dann weiß ich, dass euch das Ganze gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.